bald einem halben Jahr schnurre ich von unserem R18 Flatrate-Konzept. Jetzt sind alle fertig. Ihr kennt uns gut genug, dass wir nicht nur davon reden, sondern Small, Medium, Large auch bauen, in einer Variante, die uns gefällt, damit man sieht, was man aus diesen verschiedenen Budgetklassen machen kann. Willkommen zu der offiziellen weltweiten Premiere R18 Flatrate Customizing. Ich möchte euch gerne mal durch die verschiedenen Stufen und die Bikes durchführen, dass ihr seht, was ist eigentlich in welchem Paket drin. Und dann schauen wir mal an, was wir da alles gebaut haben für euch. Die, die unseren Kanal kennen, haben das schon mal gesehen. Hudson Hornet habe ich nämlich eine 90 gemacht. Die Geschichte dahinter habe ich euch schon erzählt. Nämlich, Hudson Hornet ist ein bekannter Wagen aus dem Film Cars. Dann habe ich Research gemacht und es hat tatsächlich in den 50er Jahren Hudson Hornet gegeben. Ein Rennwagen, der sehr berühmt war. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich das genommen habe als Thema für TÜV. Beim 90 habe ich meinem Sohn Mika gesagt, Papi hat einen TÜV für dich gemacht, aus Cars raus. Er hat gesagt, nein, ehrlich, ist das meine? Und die Tochter, Valerie 6, kannst dir vorstellen, wir müssen immer beide das Gleiche haben und sonst geht es nicht. Darum haben wir einen R18 gebaut für die Valerie, weil sie kleiner ist, habe ich einen R18 genommen, dass sie besser abkommt. Also das Thema hier, Flatrate Stage S tauft Hudson Hornet. Was ist denn jetzt genau dabei bei so einem Stage S? Und das ist relativ simpel und gut und einfach erzählt. Bei einem Stage S ist dabei eine Unilackierung von allen Lackteilen, Schutzblech, Tank, Seitendeckel und Heckschutzblech in einer einfachen Farbe. Du sagst welches, ob metallisiert oder nicht, oder rosarot, was auch immer du willst. Die Lackteile werden unilackiert. Dann haben wir im Flatrate S dabei Auspuffwickeln. Das kennen wir auch schon für unseren 90 Stage S. Und wie an der 90 fangen wir an, dann bei der Stage S Teile schwarz machen. Ventildeckel original, aber in Schwarzpulver beschichtet. Ansaugkanal auch original, aber in Schwarzpulver beschichtet. Dann machen wir am Stage S einen speziellen Sattel drauf. Das ist ein Kaufsattel, der ist nicht handgefertigt. Das ist BMW-Zubehör. Sehr ein komfortabler Dayrider heisst der Sitz. Den kannst du haben in Schwarz oder in Braun. An dem TÜV haben wir uns jetzt mal für Schwarz entschieden. Und dann spielt da hinten noch ein bisschen Musik. Da passiert etwas, was ich viel an R18 verkaufe. Wir haben eine eigene Heckvariante gemacht. Da siehst du Kellermann Ato 3-in-1. Die Konstruktion da unten mit Katzenauge haben wir selber gemacht und ein Gleiser eingebaut. Das ist dabei, damit da hinten nicht mehr der lange Stürzel ist und die riesen Blinker. Und auch dabei ist die Nummer auf die Seite versetzt. Das als Kit eigentlich, Kurzheck-Kit. Und dann tun wir, ihr kennt uns, wir haben gerne noch ein bisschen schwarze Sachen. Im vorderen Bereich tun wir noch den Lampenring schwarz machen. Blinker vorne bleiben aber original. Und was ihr nicht seht, weil wir es fürs Fotoshooting immer abschrauben, der Stefano schießt mir jedes Mal zusammen. Natürlich können wir da in Zoma Lenker einen Spiegel her. Also das Flatrate Stage S, 5-in-9, Unilackierung, Schrifter nach Wahl. Schwarz gemacht, Kurzheckvariante, Spezialsattel, Auspuff gewickelt und Schriften nach Wahl. Das Flatrate Stage S, das ist übrigens nicht einfach ein Ausstellungsfahrzeug, sondern das ist unser Probefahrts-TÜV. Also wer R18 will fahren bei uns, der kommt das über als Demo-TÜV. Und den habe ich, wenn ihr vielleicht noch nicht so viel wisst von euch, alle R18 kann ich in 35 kW, also für Einsteiger, mit Leistungsreduzierung anbieten. Und damit man herausfindet, was das dann bedeutet, habe ich den TÜV leistungsreduziert, 35 kW. Und ich weiss, all ihr, die da draussen, wie ich 40 Jahre TÜV fahre, Rennen fahre, rümpfen wir immer halt, also 35 kW, das ist wie Zuckerbrot, das machen wir nicht. Du wirst noch staunen, wie viel Drehmoment das hat. Drehmoment merkst du kaum einen Unterschied. Ein bisschen Unterschied merkst du dann im mittleren Drehzahlbereich an Leistung. Aber erstaunlich flott und richtig gut Bärenmotor drin, auch in der 35 kW-Variante. Darum habe ich den Demo-TÜV jetzt mal auf 35 kW gedrosselt. Also Flatrate, Stage S, Umbaukosten 5,9
Der ganze TÜV kostet, so wie er da steht, Fahrzeug voll ausgestattet, mit dem Umbau 29,9 kannst du den sogar kaufen. Du sagst 35 kW oder offen. Also der auch im Verkauf als Demofahrzeug. Stage M Medium haben wir getauft Villa d'Este. Für die, die ein bisschen Klassik-Fans sind, die wissen, was das ist. Das ist einer der besten und berühmtesten Klassik-Car- und Klassik-Motorrad-Events. Das ist am Gommersee in eben dieser Villa d'Este. Und dort geht ja die Amelie immer, weißt du, die muss mitorganisieren und ist dann am Abend in diesen Gala-Dinner. Ist der Weidmann schon mal da gewesen oder eingeladen worden? Nein, gar nichts. Aber nicht einmal von der Weite habe ich da gesehen. Aber was ich dort gesehen habe, auf Bilder, weil ich bin ja nicht live dort. Ich habe mal einen Ferrari 250 GTB gesehen, in dieser Farbe blockiert. Ein wunderschönes Silber-Gold, Metallic, mit einem klassischen Petrolblau-Uni. Und dann haben wir auch die klassisch alten Startnummern und die klassischen Schriften her. Also diese Farbkombi hat es mir extrem angetan. Und so sind wir bei der Stage M, wo, wie du siehst, zum Beispiel eben da eine Zweifarbenlackierung hat. Dann hast du mehr Schriften. Den Sattel haben wir schon mal gesehen, den haben wir schon bei der Stage Small gesehen. Den nochmal schwarz oder braun. Und auch Heckvarianten haben wir beim Stage S schon gesehen. Kellermann, Mikroblinker funktionieren hervorragend. Beim Stage M tun wir eigentlich genau gleich, wie wir es beim 90 auch machen, tun wir nicht nur hinten die ganz kleinen Kellermann her, sondern wenn du da vorne schaust, André, das da machen wir jetzt auch vorne mit Kellermann-Blinker ganz vorne. So, und zusätzlich kommt dann da vorne wieder ein bisschen mehr schwarz. Jetzt wird der Lenker schwarz und die Lenkerklemmböckli. Dann haben wir Lampering schwarz, haben wir vorher schon gesehen. Und was jetzt aber auch noch dazu kommt, ist am Motor, fangen wir jetzt an, nicht nur die normalen Ventildeckel schwarz Pulver beschichten, da fangen wir jetzt, Stage M hat die gefräserten Deckel von BMW, da reden wir auch schon von rund 1500 Franken, ein Bärli, Anzug schwarz, schwarzes Hitzeband. Und die zweitgrösste Änderung ist da hinten, Auspuffanlage. Der kommt jetzt nicht die Standard-Auspuffanlage über, sondern eine Zard-Anlage. Die gefällt mir sehr gut an dem TÜV, weil sie sehr kurz ist, hört hier vor der Hinterachse auf und ist noch schräg geschnitten. Und da tun wir auch noch die Hitzeschilder, auch noch Schwarzpulver beschichten. Durch das wird der Schalldämpfer extrem kurz optisch. Das ist nur noch so 30-40 cm Chromlänge. Soundcheck machen wir dann zum Abschluss nochmal. Die Auspuffanlage ist 2-2. Also da der grössere Sprung ist gefräserte Ventildeckel, Auspuffanlage, Blinker vorne, zweifarbige Lackierung und noch mehr Teil schwarz gemacht. Umbau kostet in der Stufe Medium mit all dem dran 11,9. Das hier ist unser letztjähriger Demo-TÜV, der hat erst 200 km, den haben wir Ende Saison noch mal einen eingelöst, weil wir einen verkauft haben. Das ganze Fahrzeug, so wie es da steht, kostet 34,9 und steht natürlich auch zum Verkauf. Unsere Villa d'Este Stage M Umbau. Da sind wir bei der grössten Ausbaustufe, Flatrate Stage Large. Den TÜV haben wir Eleonor getauft. Filmfans, die klassische Auto gerne haben, haben schon gedacht, das kommt sicher vom 60 Seconds mit Nicolas Cage. Dort spielt ein alter klassischer Ford Mustang eine wichtige Rolle. Und der Mustang heisst Eleonor und hat ein wunderschönes Grau dran. Und darum haben wir den TÜV so getauft. Und was auffällt, da von Stufe M zu L passiert jetzt wirklich nochmal ein rechter Schübel. Nebst, dass wir hier eine sehr aufwendige Dreifarbenlackierung haben. Die viele sind alle einlackiert, da ist nichts geklebt. Das machen wir auf Tank, Schutzblech
und Heckschutzblech, Seitenfender. Da ist die allergrößte Sprung, machen wir da im Bereich Heck. Das ist jetzt die erste Variante, wo wir nicht mehr den Original-Heckfender haben, sondern das ist ein Bobber-Kit hinten dran. Also ein Schutzblech, ultra nach am Rad und genau gleich breit wie der Reifen. Da haben wir Blinker integriert, Nummernhalter auch wieder seitlich. Zu dem Bobbersatz muss ja irgendwo noch einen Sattel haben. Also ist da eine Spezialhalterung für einen Solo-Sattel. Den gibt es nur Solo dort dürfen, so, Stage L. Und das ist mal der grösste Grund. Da reden wir allein etwa von 2.500 nur für Teile von dem Heck. Und dann haben wir hier Custom-Überzug wieder bei Yves Knobel, speziell auf Vintage, Used Look gemacht. Da kannst du sagen, welche Farbe, was für Material, welche Steppung, welchen Faden, was du willst. Auspuffanlage ist auch nochmal eine Stufe drauf hoch. Vorher haben wir einen Zart gehört, 2.200 Franken. Das ist jetzt Jekyll and Hyde. Im Moment immer noch die einzige Klappenauspuffanlage, die es gibt für einen R18. Du kannst in Schwarz und in Chrom haben. Da ist die Auspuffanlage allein etwa 3.500. Soundcheck machen wir nachher und dann Frästeile da machen wir noch mehr Teile schwarz. Und da haben wir jetzt auch einen Motorstirndeckel. Ein gefräserter Deckel. Und dann kannst du da Cello Spezial haben wir da drauf geschrieben. Da kannst du auch Vreneli Immerschwanger, Hottehü, Fritzli Meier oder eben Eleonor, wenn du das willst, da kannst du so etwas wählen nach Wahl. Und an der Front ist auch ein Haufen passiert. Das jetzt nicht mehr der Serienlenker, sondern das ist ein ultraflacher Lenker, ein bisschen schmaler. Und da haben wir, wie vorher am Stage M, haben wir da unten einen Mikroblinker, Kellermann vorne, nicht nur hinten. Und da vorne haben wir eigentlich alles schwarz gemacht, was nicht schwarz ist. Also so kleine Details wie die Gabelabschlüsse, Lampenring haben wir schon gesehen. Da tun wir jetzt auch noch den Tachoring schwarz malen. Die Lenkerklemmböcke sind eh schon schwarz. Und eben da vorne gefräserte Deckel dran. Das hier, Stage Large, der hat jetzt optional zusätzlich zum Stage Large, da reden wir von 17,9 kostet das, so wie es da steht, mit Lackierung und allen Details. Obendrauf haben wir jetzt noch einen Radsatz daher, in dem Fall einen Kineo-Radsatz mit einer eigenen Dimension, das ist ein 18- und 17-Zoll Rad, da ist der Radsatz etwa 4000. Optional kannst du zu einem ähnlichen Preis kannst BMW unsere Schmiederädli gefräset haben in Schwarz, in Chrom oder Alu mit Schwarz. Dort dürft ihr kennen, unser erster R18. Das ist jetzt das Rad, das ich gesagt habe. Dort haben wir einen Speicher angesehen und das ist das BMW Schmiederad aus dem Vollen raus gefräset, hinten und vorne. Hier in der Dimension 18, vorne 21 Zoll, gibt es aber auch 16 und 19 Zoll, wie es im Original drin ist. Also auch das optional kann man das haben, auf einer Stage L oben drauf gebaut. Der ganze TÜV war ein Eintausch. Der Kunde hat nämlich umgesattelt auf einen Transcontinental. Also der hat ganz original ausgesehen, als er bei uns war. Und dann haben wir aus dem einen Stage L gemacht. Der hat 2000 Kilometer drauf, Umbau 17,9 plus Radsatz. Reden wir hier von Listenpreis, wenn du einen neuen nimmst, etwa 50. Der TÜV steht zum Verkauf mit 2000 Kilometer für 45.000 Franken. Also das ist die grösste Umbaustufe, wesentlich ein komplettes Bobberheck, sehr aufwendige Jekyll and Hyde Anlage, davor alles schwarz gemacht, anderer Lenker, natürlich hat er den Original Spiegel dran. Plus. Eleonor, unser Stage L Umbau, kannst gerne hören und fahren, steht ebenfalls zum Verkauf. Stage L 17,9 kostet so ein Umbau. Also etwas, was immer alle hören wollen, ist natürlich Soundcheck. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das hier mit dem Mikrofon und bei dir zu Hause am PC überkommt. Aber wir geben mal jedem schnell einmal einen Gasstoss. Das hier, unser Stage S mit der Originalanlage dran. Das Stage S, dann haben wir Stage Medium, haben wir eine Zard-Anlage dran. Das geht dann schon etwas kerniger. Ich hoffe, ihr hört es dir. Zart 2.2 und die grösste Ausbaustufe im Moment der Auspuffanlage ist die Klappenauspuffanlage von Jekyll and Hyde. Und das hören wir uns gerade an.
Die können wir verstellen, hat eine Klappe drin. Vorteil ist, du kannst am Morgen früh auf Stufe Leislig zum Quartier ausfahren, dass deine Nachbarn nicht ärger ist. Aber nachher so fahrst du raus und dann kannst du hier umstellen. So. So, das ist etwa so, wie wir uns sagen, so muss eigentlich so einen grossen Zweizylinder tönen. Absolut strassenlegal, nichts verboten, mit Klappensteuerung. Die grösste Auspuffstufe, die du kannst haben, auf der Stufe Large Jackland heute. Das die drei Soundcheck. Kommt nie so richtig über bei dir am PC und über mein Mikrofon. Am besten kommst du das hier bei uns hören. Steht nämlich alles im Laden. Und dann kannst du die Perle auch mal in live anschauen. Also, das die Zusammenfassung. Endlich können wir es präsentieren. Unser Flatrate Customizing auf dem R18. Nochmal kurz zusammengefasst. Stage Small, 5.9. Stage Medium mit Auspuffanlage Frästeile, 11.9. Stage Large mit extrem schönem Bobberheck, Jackland Hide Anlage, flachen breiten Lenker und nachmetallig gefräset und schwarz für 17.9. Wenn du das anschauen willst, wie gesagt, steht bei uns im Laden. Wenn du fahren willst, kannst du alles hier fahren und ausprobieren. Also, Stage L bis S, alles da und endlich fertig. Jetzt dürfen wir nicht nur immer drüber schnurren, wie ein halbes Jahr mehr haben gebaut. Jetzt du gucken und fahren.